Jungs erzählen. Aber die Frage ist, wie? Was hat Körperlichkeit mit Text zu tun? Wie überstehe ich den nächsten Auftritt? Was macht ein gut erzähltes Video aus? How important is our voice? Ich unterrichte im Rahmen der Sommerakademie 3 Seminare. In der ersten Woche literarisches Schreiben, in der zweiten narrativer Journalismus und als Abschluss Literatursinn. Das erste literarische Schreiben, da geht es um grundlegende Handwerkstechniken. Wie erzähle ich eine Geschichte? Welche Strukturelemente kann ich nutzen? Im narrativen Journalismus geht es um die Techniken der Literatur, wenn ich einen journalistischen Text erzählen möchte. Das heißt, spielt hinein in Ebenen wie Reportagen, wie baue ich das auf? Auch meine Persönlichkeit in einen journalistischen Artikel hinein. Wie erzähle ich das so spannend und zugleich aber auch so leicht verständlich, dass es meine Leserinnen und Leser erreichen kann? Literatursinn ist das Seminar, das ich in der dritten Woche unterrichte. Und da geht es um Sprachspiel. Es geht auch darum, dem Wahnsinn des Alltags auch mal ein Schnippchen zu schlagen, sprachlich. Also sich Fragen zu stellen, wie schmeckt der Himmel? Wie tönt die Erde? Also sich auch in Gefilde zu wagen, erzählend, die vielleicht ein bisschen aberwitzig anmuten aufs Erste, die eine spielerische Komponente haben und sich wirklich auch hineinzutrauen ins Fabulatorium. Also nicht Angst zu haben, dass es eventuell zu wenig realistisch sein könnte, was man da erzählt, sondern sich wirklich darauf einzulassen und wirklich einfach zu flunkern und zu fabulieren und das Blaue vom Himmel herunter zu lügen und einfach Spaß zu haben. Das ist für mich so. Ja, auf das freue ich mich eigentlich am meisten, auf dieses Seminar. In meinem Workshop geht es um Körperlichkeit primär. Also welche Körperfigurationen können wir finden und erfinden, in denen wir uns ausdrücken können, wie verschieden sie sind, wie drücken wir uns aus und wie können wir das auch anders machen. Ich kann das am besten eigentlich an einem Beispiel zeigen, wenn ich einen Satz verwende wie "Ich liebe das Leben". Ja, dann kann ich sagen, ich liebe das Leben. Oder ich kann sagen, ich liebe das Leben. Und das klingt ganz anders. Und ich kann dann weiterfragen auch. Und das sind Figurationen, die ich entwickle. Und es würde in diesem Workshop darum gehen, unterschiedliche Figurationen zu finden und mit denen zu arbeiten und auch das in Text umzusetzen oder in Bild oder in Schnitt und sehr individuell zu arbeiten, sodass jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin einfach die Fähigkeit haben, für sich eine Sprache sich auch anzueignen, in der sie sprechen möchten, beziehungsweise auch lernen, diese Sprache zu begehren. Ich denke, Sprechtechnik kann jeder gut gebrauchen, ob das jetzt ein Bankangestellter ist oder ein Bäcker oder ein Schriftsteller, ein Künstler, der seine Kunst oder seine Texte oder was auch immer präsentieren und verkaufen will. Auftritt überleben, genau. Also was auch bei mir trainiert wird, ist der Umgang mit Lampenfieber. Also Lampenfieber ist im Grunde was Positives, wenn es gut genützt wird, wenn man es richtig nützt. Weil daraus kann man diese Grundspannung, die man haben muss, wenn man Texte präsentiert, kann man daraus nehmen. Ich habe in jeder Situation Lampenfieber, in jeder Situation, wenn ich auf der Bühne bin, vor einem Interview. Wenn man kein Lampenfieber hätte, was bei keinem vorkommt, selbst wenn man schon die 150. Vorstellung spielt, also wenn man kein Lampenfieber hätte, wäre man einfach unterspannt und da würde was fehlen von dieser Grundspannung, die man braucht, wenn man eben einen Auftritt hat oder eine Präsentation. Also ich habe immer Lampenfieber. Jedes Mal vor jedem Auftritt. Bei meinem Kurs geht es um Video. Also es geht darum, dass man sich traut, eine Kamera in die Hand zu nehmen und sich traut, etwas über sich selber oder über die Umgebung zu machen. Wir werden einen
Dreh planen, wir werden so eine Geschichte überlegen, dann filmen wir das Ganze, dann stöpseln wir die Computer an und schneiden daraus ein möglichst spannendes, witziges Video. Das ist die Geschichte. Und ich kann ein bisschen was darüber erzählen, worauf es so ankommt, was man machen muss, damit ein Video im Internet ein bisschen besser ankommt als andere. Ein bisschen hat es was mit Technik zu tun, aber natürlich auch etwas mit der Narration, mit dem Geschichten erzählen. Und die guten Geschichten denken wir uns aus. Ich glaube, das Weinviertel bietet sich förmlich an für einen Kreativurlaub. I'm actually a singer and about 2 years ago or something, I tried to know the musical gestures, even in our daily routine or something. When we are walking in the street, we are listening to, now I listen to a beep, okay? We are going to know each of us is instruments actually, and we can say hi to anyone with just a finger. Like, hi, 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 hi. Okay, so if we know each of us are instruments and we are made by a body that can sing unlimited sounds, like an unlimited instrument, so we can, after that, speak really good. Die Sommerakademie hat einfach einen großen Vorteil. Man kann konzentriert arbeiten, 3 Wochen, wie man möchte, oder 1 Woche. Und dieser zeitliche Rahmen, ja, dass man wirklich 1 Woche an einem Ding arbeiten kann, das ist etwas, was man ansonsten eigentlich während des Jahres in der Regel einfach nicht möglich ist. Das heißt, man nimmt sich da wirklich Zeit, man lässt sich auf ein Thema ein, man lässt sich auf einen Workshop ein, auf ein Seminar ein, auch auf die Gruppe als solche, die spielt natürlich auch eine Rolle. Und kann das auch verbinden mit einer Art von Urlaub, sich erholen, vielleicht auch einfach die Landschaft genießen, die Natur genießen. Und da kommen die Wortfelder ins Spiel, die Landstriche. Ich bin vor 2 Jahren ins Weinviertel gezogen und finde einfach, dass es ein wunderschöner Landstrich ist. Ein Landstrich, der sehr, sehr viel erzählt, gerade auch wegen dieser leicht sanft hügeligen Formen, die er hat.